Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Alles auf Anfang Box von T-Zone, alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alles auf Anfang von T-Zone aus dem Jahr 2016. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine graue Box. Gelben FSK 6 Aufkleber. Hier dürfte es dann auch noch Filmmaterial, Videomaterial geben. Und dann lesen wir hier alles auf Anfang. Sieht so aus wie die Taste zum Skippen, zum Vorspulen. Alles auf Anfang, Limited Deluxe Box T-ZON, T-Zone. Darunter ein TZ. Auf der rechten Seite ebenfalls. Oben genauso und auf der linken Seite nochmal T-Zone, alles auf Anfang. Rückseite ist blank grau und auf der unteren Seite haben wir dann noch einen Barcode und die Credits. Reguläre Klappbox bedeutet, wir machen das Ganze hier auf der Seite auf und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier 1, 2, 3 Sticker, eine Bonus-EP. Das Album, eine Halskette, ein Shirt und ein Poster. Die Box von innen klassisch in weiß gehalten. So, dann starten wir mal mit dem Album an sich. Nachdem das Album und die Bonus-EP noch eingeschweißt sind, werden wir das Ganze mal aus dem Plastik befreien. Einmal Bonus-EP. So. Einmal und ein zweites Mal. Also, das ist das Cover des Albums, alles auf Anfang, T-Zone Premium Edition inklusive DVD. Oben lesen wir Takeover Music präsentiert. Und dann haben wir hier den Interpreten in so einer rot-weißen Jacke abgebildet. Scheint sich gerade die Ärmel aufzustrecken. Was direkt auffällt, wir haben es zu tun mit einem super Jewel-Case. Sehr schön gemacht. Auf der Seite lesen wir T-Zone, alles auf Anfang. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, 14 Stück an der Zahl. Von diesen 14 Tracks haben wir drei Features. KF, Marvin Weiland und Jona Selle. Von diesen 14 Tracks sind meine Favoriten Track 1 und 2, also Intro und Herzschlag. Wir schauen mal hinein. Also, hier haben wir einmal einen Einleger zur T-Zone Live-Tour, beziehungsweise zum Merchandise, zum eigenen Shop. Und dann kommen wir zum eigentlichen Booklet. Cover kennen wir bereits. Also wir haben hier so eine Kassette, die kaputt zu sein scheint. Also müsste man eventuell wieder zurückspulen, aber ist auf jeden Fall hier das Band rausgerissen. Dann haben wir hier die Tracks abgedruckt mit dem gesamten Text. Also auf der linken Seite das Intro, auf der rechten Seite der Track Herzschlag. Das zieht sich jetzt so durch. Wir haben hier die einzelnen Tracks immer zwei auf einer Seite. Eine Abbildung des Interpreten. Okay, hier die Doppelseite bedruckt mit Track-Texten. Und hier immer diese Kassetten im Hintergrund. Weitere Abbildungen des Künstlers, weitere Tracks aufgelistet, abgedruckt. Jede Menge
Kassettenbänder. Das sieht so ein bisschen nach Central Park oder so aus. Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass das Central Park ist in New York. Dann haben wir hier eine Danksagung, relativ umfangreich. Und zum Abschluss noch eine Abbildung. Sieht sehr stark aus, so wie das, ja, wie das Foto vom Cover. Sehr ähnlich. Dann haben wir hier zum Abschluss noch die Credits des Albums. Okay, gut. Booklet wandert wieder zurück. Dann haben wir hier das Album, die CD an sich. T-Zone, Album, Takeover, alles auf Anfang. Auch hier die CD vollkommen in diesen Tape, in diesen Kassettenbändern hier designt. Jetzt müssen wir die CD nur noch rausbekommen. Das ist gar nicht so einfach. So, aber jetzt. So sieht das aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die DVD. Sieht so aus und diese haben wir auch den FSK 6 Aufkleber auf der Box zu verdanken. Hier hinten ist alles grau gehalten, hier schimmert so leicht die Tracklist durch von der Rückseite. Dann haben wir eine Bonus-EP, T-Zone verstehe ich nicht, Bonus-EP. 4 Tracks an der Zahl inklusive Instrumentals. Ich gehe mal stark davon aus, dass es nur die Instrumentals der Bonus-EP sind. Also zum Album haben wir meines Wissens keine Instrumentals. Wir haben 4 Tracks, allesamt Feature-Tracks mit KF, Marvin, Hero und die Lochis. Okay, also allesamt, also bis auf Hero. Hero sagt mir jetzt nichts, aber KF, Marvin sagt mir auch nichts, aber KF und die Lochis sind ein Begriff von YouTube, beziehungsweise machen ja auch Musik. Mit denen war T-Zone meines Wissens irgendwie unterwegs oder auf Tour, oder die chillen privat auch. So sieht das aus, Bonus-EP. Spiegelt sehr stark. Relativ ungewöhnlich, dass es hier rechts offen ist. Normalerweise öffnet man das Ganze dann hier oder ab und zu oben. Selten, dass das links ist. Und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir 3 Sticker an der Zahl. Einmal diesen Sticker, diese Kassette hier, T-Zone, alles auf Anfang im Querformat. Dann diesen alles auf Anfang Sticker, erinnert mich ein bisschen an das Logo von North Face. Alles auf Anfang, quadratisch. Und dann haben wir diesen, der auch wieder dieses Logo hier von alles auf Anfang abbildet. Und dahinter diese ganzen Kassettenbänder, ebenfalls quadratisch. Dann haben wir ein Poster. So. Einmal dieses Poster hier. Der Interpret abgebildet. Darüber lesen wir T-Zone Live Tour 2016. Hier haben wir die Tour Dates. Und auf der Rückseite der Interpret abgebildet, ohne Überschrift, ohne Tourdaten. Links im Eck lesen wir alles auf Anfang. Also wenn ich mich für eine der beiden Seiten entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall diese hier wählen, weil ich generell jetzt nicht so der Fan bin, wenn auf dem Poster die Tourdaten abgedruckt sind. Reicht meiner Meinung nach vollkommen, wenn die im Booklet oder in irgendeinem Flyer, in irgendeinem Zusatzzettel vermerkt sind. Aber auf Poster brauche ich die nicht wirklich. Beide Seiten in Hochformat. Dann haben wir diese Halskette hier, diese Dog Chain. Hier lesen wir noch auf dem Plastik, was steht hier? Takeover Music. Okay. Also, so eine klassische Dog Chain, so eine Halskette. Sich das Ganze schon irgendwie verknotet, werde ich dann nochmal entwirren. Auf dem Anhänger, auf der Dogtag lesen wir, was lesen wir hier? Official Member T-Zone Army
2013. Auf der Rückseite genau dasselbe. Das ist aber echt schwer zu lesen, weil es ist so hellweiß, der Aufdruck. Und der Anhänger an sich spiegelt sehr stark. Also wenn ein bisschen Licht drauf fällt, sieht man kaum was. Und dann haben wir noch ein T-Shirt. So sieht das Ganze aus. Relativ schlicht gehalten, in schwarz, mit grauem Aufdruck. Alles auf Anfang. Neckprint haben wir in dem Fall keinen. Wir haben es zu tun mit einem Gildan Softstyle in der Größe M. Relativ selten, die meisten T-Shirts sind dann doch L. Also Größe M, gefällt mir. Made in Bangladesch und 100% Baumwolle. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Speziell auch in Verbindung mit der Kette. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze T-Shirt mit dem grauen Aufdruck. Alles auf Anfang. Relativ schlicht gehalten. Einfach der Album, der Release-Titel hier aufgedruckt in diesen drei Zeilen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der Fan von diesen ganz schlichten Shirts, wo einfach wirklich nur der Albumtitel draufsteht. Und wenn, dann sollte die Schrift irgendwie spezieller oder irgendwie etwas außergewöhnlicher sein. Von daher, mein Fall ist das T-Shirt eher nicht so. Kann man, wenn man das T-Shirt tragen möchte, natürlich auch in Kombination mit dieser Halskette tragen. Und ist für Fans sicher eine nette Sache. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe M. Diese Halskette, diese Dog Chain. Das Poster doppelseitig bedruckt, zweimal im Hochformat. Dann diese drei Sticker, zwei quadratische, einer im Querformat. Die verstehe ich nicht. Bonus EP. Und das Album an sich, alles auf Anfang im Super Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box, alles auf Anfang von T-Zone. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr T-Zone unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.